Hallo euch allen, da sind wir wieder bei Madden NFL 20. Wir sind zurück bei der Madden Ultimate Team 10 Serie zum 10-jährigen Jubiläum der Serie. Geht es heute um Julius Peppers. Wir haben eine 3-Sterne-Herausforderung, sollen das Spiel gewinnen. Wir bekommen einen 4. Bonusstern, wenn wir 6 User-Tackles mindestens setzen und wenn wir 2 Sacks erzielen. Gegen die Panthers, ja, da hatte Julius Peppers ja den Großteil seiner Karriere verbracht. Also in Carolina treten wir an. Volles Spiel, 4 Minuten pro Quarter. Der Kick ist unterwegs an der 5-Yard-Linie. Nimmt Mel Renfrow den Ball auf. Jetzt der Return. Mal immerhin bis an die 35-Yard-Linie. Erster Versuch und 10 für die Offense der Dallas Cowboys. Angeführt von unserem Franchise-Quarterback von Dak Prescott. So, Counter J, wir täuschen den Lauf rechts an, laufen über die linke Seite mit Elliott. Und der hat da gleich mal eine Lücke und hat einen First Down an der 47-Yard-Linie. Schöner erster Run von Elliott. Wir bleiben beim Lauf, diesmal geht es direkt über die Außen, ein Toss, aber wir gehen über die linke und nicht über die rechte Seite. Ah, wow, Elliott kann sich lösen aus dem Block. Kommt bis an die 47-Yard-Linie. Wir haben die Mittellinie bereits überschritten. Und solange wir noch laufen können, machen wir das auch. Elliott über die rechte innere Seite. Ah, 40-Yard-Linie, aber da fehlen noch ein paar Zentimeter. Sogar ein ganzes Yard. So, wir gehen in einen Pass. Double Slants, Cooper und Kopp von der linken. Gallup von der rechten Seite. Da kann ich Elliott auch mal eine kleine Erholung gönnen. Ja, das mit dem Muttersehen allein, das reicht natürlich, da wir nur ein Yard brauchen. First Down Cowboys an der 40-Yard-Linie von Carolina. So, Blunt Dive. Lauf Elliott, aber wir gehen über die rechte Seite diesmal. Ich habe ihn nochmal geswitcht. Ich konnte nicht über die Außen laufen, denn da kam Kükli schon angeschossen. Zweiter Versuch und 7. Play Action Read. Witten attackiert aggressiv die Mitte. Ich achte auch auf Amari Cooper. Und auf Gallup. Der Ball geht zu Amari Cooper. First Down in der Red Zone an der 19-Yard-Linie für Dallas. So, Cowboy Slot Slant, Witten und Cooper attackieren die Mitte. Da ist schon der Ball auf Amari Cooper und das ist der Touchdown. Für die Cowboys. Das ist doch mal ein richtig schöner Start ins Spiel gewesen. Aber wir, die Bonus-Goals werden sich ja auf der Defense-Seite entscheiden. 7:0, 48 Sekunden vor dem Ende des ersten Quartals. Der Kick ist unterwegs, geht bis in die Endzone der Panthers hinein. Wir sehen keinen Return, wir sehen einen Kneel Down. Erster Versuch und 10 für die Panthers. Tja, da kommt die Nummer 1 der Panthers. Da kommt Cam Newton aufs Feld. Der Quarterback, letztes Jahr an der Schulter verletzt. Was man bisher von ihm gesehen hat, die Panthers haben ja schon 2 Spiele, stehen 0-2. Und da war Cam Newton alles andere als souverän. Gegen die Rams kann man verlieren, gegen die Bucks darf man nicht verlieren. Erster und 10 an der 25. Laufversuch McCaffrey, der wird gestoppt, verliert sogar 2 Yards. Bedeuten einen 2. und 12. Und da wir ja Sacks schaffen müssen, wenn ich mich richtig daran erinnere, werden wir auch mal versuchen, hier mehr aus der Laufdefense. Peppers auf unserer Seite. Man in Motion. Kommt hier aber auch nicht raus. Kann den Lauf von McCaffrey nicht verhindern. Das ist ein 3. Versuch und 4. Und das Quarter ist vorbei. Die Cowboys führen mit 7:0. Wir gehen gleich rüber ins zweite Quarter. 3. Versuch und 4. Wir blitzen. Aber an Cam Newton heranzukommen, das wird nicht einfach. Ein vollständiger Pass, gut verteidigt. Xavier Woods.
Wir sehen den Punt der Panthers. Der Ball ist in der Luft, geht bis an die 15-Yard-Linie. Renfro über die linke Seite. Lässt mit einem Move drei Leute aussteigen. Ein weiterer Panther, der ist immer noch auf den Beinen. Kommt bis an die 48-Yard-Linie von Carolina. Das heißt, wir haben die Mittellinie bereits überschritten. Und das ist guter Wert. Ich will jetzt hier nicht mehr zu viel Zeit verlieren. Cooper und Kopp von der linken. Gallup kommt von der rechten Seite. Incomplete Pass. In dem Moment, wo der Ball ankam, kam der harte Hit. Zweiter Versuch und 10. Play Action Corner Post. Wir achten auf Witten, der die Mitte attackiert. Cooper und Kopp von der linken Seite. Amai Cooper. Unter Druck. Dritter und 10. Cooper attackiert die Mitte. Wir achten mal außen auf Gallup, ob der sich vielleicht davon stehlen kann. Oder Jason Witten schielt sich davon. Und das ist ein neues First Down für Dallas an der 32-Yard-Linie. Ich gehe jetzt mit bewusst mal in die No-Huddle-Offense. Witten, Cooper und Gallup attackieren die Mitte mit dem Trail. Der Ball geht wieder auf Jason Witten, unser Tight End. Auffälligster Spieler in diesem Drive. Nehmen wir nochmal die Verticals. Amai Cooper. Und der Ball ist an der 1-Yard-Linie. Jetzt muss das Ding noch irgendwie in die Endzone. Counter Jay. Wir laufen mit Elliott. Und sind in der Endzone. Touchdown Cowboys. So, das heißt, ab jetzt kann ich hier auch den Ball immer direkt wieder zurückspielen zu den Panthers. Und eine beruhigende 14-Punkte-Führung. Wir haben noch nicht einen einzigen User-Tackle gesetzt. Wir haben noch nicht einen Sack gemacht. Also das ist nicht gut bis dato. Kick ist unterwegs. Geht bis an die 2-Yard-Linie. Jetzt der Return von Carolina. Erster und 10 an der 25-Yard-Linie. Ah, viel Druck, aber kein Sack, Cam Newton slidet ab, aber da hat man mal gesehen, da kann man ihn doch schon unter Druck setzen. Der dezente Hinweis aufs Two-Minute-Warning. Zweiter Versuch und 5. Boah, wunderbarer Pass von Newton. Ich sollte mich langsam mal auf die Tackles konzentrieren, Freunde. Das gefällt mir momentan gar nicht, wie das hier läuft. Und da haben wir zumindest schon mal den ersten Sack. Und natürlich damit auch das erste User-Tackle. Mörder-Hit von Sean Lee. In den letzten 2 Minuten jetzt hier kommen unsere Bonus-Goals langsam zum Tragen. Das muss doch der Sack sein. Der Marcus Lawrence mit der Chance. Aber Cam Newton, der ist auch nicht einfach zu erwischen. Das muss man halt auch bedenken, wenn man gegen diesen Quarterback antritt. So, jetzt mache ich etwas sehr Untypisches, was ich im normalen Footballspiel niemals tun würde. Wir werden den Ball sofort wieder per Punt rübergeben an die Panthers. Denn wie gesagt, wir brauchen ja Defense-Aktionen. Und die letzten 2 Minuten eines Viertels, einer Halbzeit, eignen sich da hervorragend zu. 38 Sekunden hat Carolina jetzt noch auf der Uhr an der eigenen 14-Yard-Linie. Und wir versuchen natürlich weiterhin Cam Newton unter Druck zu setzen. Erster und 10 an der 14. Ball an der 28-Yard-Linie, neues First Down. Ich nehme mal eine Auszeit. Bin überrascht, dass Carolina da keine nimmt. Ah, die lassen die Uhr runterlaufen.
his check. And he... Incomplete pass. Da war der Receiver bereits im Aus. Zweiter Versuch und 10. Ein Lauf. Gestoppt an der 33-Yard-Linie. Jetzt nimmt Carolina eine Auszeit. Also interessantes Clock-Management der Panthers von Ron Rivera. Dritter Versuch und 5. Guter Tackle, das war ein User-Tackle, den wir da gesetzt haben. Die Panthers sind an der 41-Yard-Linie. Tiefer Ball und der ist incomplete. So, das heißt, zweiter Versuch um 10. Oh, wunderbar gespielt von Sean Lee. Dritter Versuch und 10 und die Panthers versuchen eine Hail Mary. Newton wirft tief. Incomplete Pass. Das war's. Die erste Halbzeit ist vorbei. Das sieht alles im Moment sehr gut aus. Wir haben schon einen Sack geschafft. Und wichtigerweise können wir die zweite Halbzeit selber mit dem Kickoff eröffnen, wodurch die Panthers gleich mit der Offense wieder aufs Feld kommen. An der 2-Yard-Linie wird der Kick aufgenommen. Jetzt der Return. Endet an der 26-Yard-Linie. McCaffrey, der Running Back mit dem Return. Den sehe ich sehr, sehr gern. Das ist ein richtig guter. Erster Versuch und 10. Neues First Down. Ich komme nicht gut in die Tackles hinein. Ich wüsste mal gerne, wie viele User-Tackle wir schon haben. Das würde mich einfach mal brennend interessieren. Zweiter und 2. Das war noch kein First Down. Wir zwingen die Panthers in einen 3. und 1 von der 46-Yard-Linie. Mörder-Hit. Ah, das war der 4. User-Tackle. 2 Stück brauchen wir noch. Kein First Down. Das heißt, die Panthers punten hier direkt wieder. Kein... Ach du Gott, oh Gott. An der 38 geht er ins Aus. Also das dürfte mit die schlechteste Vorstellung sein, die ich von einem Panther seit langer, langer Zeit gesehen habe. Wir müssen auch wieder punten, denn wie gesagt, wir wollen ja, dass Carolina hier in Ballbesitz bleibt, damit wir unsere Defense-Bonus-Sachen lösen können. So, an der 10-Yard-Linie darf Cam Newton direkt weitermachen. Erster Versuch und 10. Play Action. Mörder Hit. So, wir brauchen noch einen User Tackle. Dann hätten wir den ersten Stern schon mal geholt. Wir blitzen mit dem Thunder Smoke. Da kommen die Cowboys, aber mit allem, was sie haben. Das ist der zweite Sack. So, wir haben die Sacks geschafft. Jetzt brauchen wir nur noch einen einzigen User-Tackle. Oh, und wir müssen das Spiel noch gewinnen. Das sieht aber alles sehr, sehr gut aus. Und ich glaube, das war das User-Tackle, was uns fehlt. Perfekt. So, jetzt können wir ganz normalen Football spielen. Und das Spiel hier hoffentlich nach Hause bringen. Das war ein False Start gegen die Offense. Heißt 5 Yard Strafe aus dem 3. und 6. Wird ein
Dritter und 11 und schon sieht die Welt ganz anders aus. Ball an der 20-Yard-Linie. Cam Newton läuft selbst. Slidet ab, Ball an der 49-Yard-Linie. Und das dritte Quarter ist vorbei. Wir gehen ins Schlussviertel hinein. Erster und 10 an der 49. 4 Minuten hat Carolina jetzt noch Zeit, um 2 Touchdowns zu erzielen. Das war ein schöner Pass. Neues First Down in Field Goal Range. An der 34-Yard-Linie. Erster Versuch und 10 für die Carolina Panthers. Laufspiel gestoppt an der 30. Zweiter Versuch und 6. Oh, Cam Newton unter Druck, aber der bleibt ganz cool in der Pocket. Bringt den Ball an, aber es ist noch kein First Down. Dritter Versuch und Zentimeter, aber die Panthers müssten hier auch einen vierten Versuch ausspielen, wenn es denn dazu kommt. An der 12-Yard-Linie, das ist ein First and Goal in der Red Zone der Cowboys. Und wir sind beim Two-Minute-Warning. Es laufen hier die letzten 2 Minuten der Partie. Der erste richtig gute Drive der Panthers hier in diesem Spiel. Aber er dauert viel zu lang und er kommt viel zu spät. Erster und 10. Newton, oh, stark unter Druck von DeMarcus Lawrence. Da bleibt es nur, den Ball ins Aus zu werfen. Zweiter Versuch und 10. Incomplete Pass von Newton. Da war eigentlich noch gar kein großer Druck. Trotzdem wirft er diesen Ball relativ unplatziert. Dritter und 10. Und auch der ist viel zu weit. Dieser ein Touchpass, sehr gefährlich, so kurz vor der Endzone. Da gibt es eine Menge Cornerbacks, die freuen sich über solche Geschenke sehr. Vierter Versuch um 10. Kommen die Panthers nochmal dran oder aber... Nein, tun sie nicht. Auch das kein guter Pass von Newton. Wir haben ein Turnover on Downs. Ballbesitz Cowboys an der 12-Yard-Linie. Lauf Elliott durch die Mitte. Carolina hat noch alle 3 Auszeiten. Die werden sie jetzt mit Sicherheit auch noch anfangen zu nehmen. Boah, keine Shot Carolina. Jemand den Stretch Alert Luki geht davon einem per Audible in einen Stick. Wir schicken Kopf von der linken Seite. Und der hat das wichtige First Down. Jetzt können die Panthers noch wieder Auszeiten nehmen, aber ich muss nicht punten, ohne dass die Uhr noch mal weiter laufen würde. Und das ist natürlich jetzt Gold wert. Laufspiel Elliott durch die Mitte. Inbounds bleiben, Zeit von der Uhr nehmen. Oh, da hat Elliott eine Lücke. Kommt bis an die 35-Yard-Linie. Und das war die letzte Auszeit der Panthers. Jetzt können sie die Uhr nicht mehr anhalten. Und natürlich laufe ich jetzt, halt die Uhr jetzt ununterbrochen, hoffentlich bis zum Ende des Spiels am Laufen. Oh, Elliott läuft sich eigentlich schon fest, kommt dann noch raus und hat ein neues First Down. An der 38-Yard-Linie, erster und 10 für die Cowboys. Wir täuschen rechts an, laufen über die linke Seite. Oh, wunderbare Blocks. Da muss ich meine O-Line aber mal richtig loben, das war groß. Wir sind in der Hälfte der Panthers an der 45-Yard-Linie. Erster Versuch und 10 für Dallas. Halfback-Dive durch die Mitte. Elliott ist auf der Reise. An der 44-Yard-Linie. Zweiter Versuch und 9. Ein Zone-Weak-Spielzug über links.
Holloway, der Fullback, ist als Vorblocker mit dabei. Elliott, neues First Down an der 33-Yard-Linie. Und ich glaube, das war das letzte Play hier im Spiel. Die Uhr tickert hier langsam runter. Wir schlagen die Panthers 14:0. Müssten eigentlich alle Sterne geholt haben. 1, 2, 3, Nummer 4 und Nummer 5. Also dann, Maximum Stars. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.